Es ist nach Mitternacht in der Enge. Es ist auf dem Highway in Kreis 4. Der kürzeste Weg ist der enge Tunnel. Und der kann sich ziehen. Sie spürt, sie ist nicht allein. Ist dir das bewusst, wenn du selber beispielsweise eine Frau irgendwo alleine nachts im Dunkeln triffst, dass sie vielleicht Angst haben könnte? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, es kommt vielleicht auch darauf an, wo das ist, also in welcher Region. Also, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, das ist ja recht beleuchtet. Mag vielleicht ausserhalb eher so sein, ausserhalb der Stadt. Total unbegründet. Total unbegründet? Ich habe mich selber auch schon unwohl gefühlt, weil ich hinter jemandem gelaufen bin und schon gemerkt habe, irgendetwas ist nicht gut. Ja. Aber das kommt meistens vor, wenn ich irgendwelche Sachen im Kopf habe und ich muss extrem am Umhirnen und dann bin ich mir gar nicht bewusst, weil ich habe ziemlich einen zügigen Schritt drauf. Das kann schon sein, ja. Ja, ist mir schon klar. Das sagen mir auch immer meine Kolleginnen, dass sie sich unwohl fühlen und dass sie teilweise wegen dem Pfefferspray und so Sachen dabei haben. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, das ist, glaube ich, auch eine reale Bedrohung. Mal mehr, mal weniger. Ich mache keine Frauenangst. So ein Typ bin ich nicht. Ich weiss nicht, ob das andere machen, aber ich versuche mich irgendwie in die Lage von jemand anderem zu versetzen. Und dann glaube ich, dass sie sich unwohl fühlen, auch beim Entgegenlaufen und so. Ja. Wenn ich merke, okay, die realisiert, dass irgendwie hey, eine gefährliche Situation oder kommt Angst über, dann sage ich, hey, alles easy, tranquilo oder so. Gehe ich zu ihr an, frage, ob es ihr gut geht, ob sie Angst hat, ob ich sie begleiten kann, ob ich ihr irgendwie helfen kann. Aber ja, es ist noch schwierig zu wissen, weil meistens, also ich weiss nicht, vielleicht laufen sie ein bisschen schneller und so und dann sowieso weg. Ein Vorurteil gibt es immer, aber mit dem muss man leben. Also in dem Sinn muss man locker reagieren, oder? Ja, versuch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Zeiten wechseln oder langsamer zu laufen, damit es mehr Abstand gibt. Vielleicht auch mal stehen bleiben und wenn ich das Gefühl habe, sie hat Angst oder so. Wobei anhalten ist auch nicht immer eine gute Botschaft, sozusagen. Aber es ist eine schwierige Situation. Man will auch gar nicht als Mann in dieser Situation sein, dass jemand das Gefühl hat, oder eine Frau das Gefühl hat, sie müsse Angst vor einem haben. Es gibt halt so den Abstand, einen gewissen Abstand, den man halt muss wahren. Also klar, wenn ich jetzt etwa um 2 Meter hinterher folge, ja, gesunder Menschenverstand schlussendlich.